Das Spiel wurde von einem einzigen Entwickler entwickelt und dauert etwa 2 Stunden. Wollt ihr mich verarschen? Mir wurde gerade gesagt, es geht eine halbe Stunde. Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that Sakamoto case. The way you cracked it was pure genius. Digga, diese Grafik, Alter, was ist denn hier los? And that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Okay, okay. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me. Digga, wer schnarcht denn hier? What's going on? It's about Mrs. Susan. Like ach, der Hund! The lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? That's definitely Digga, eine Woche ist aber schon lang. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kayla. Digga, die Atmung sieht man aber nicht richtig. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, detective? Oh, and don't worry about Bash. Ja, ich schau mir das an, natürlich. She'll be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you. She can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love dogs. And I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. And Alter, about money, was für eine Grafik, ey. You'll find Mrs. Susan. She's been like a grandmother to you two, right? Absolutely, detective. She's been like family. We don't have much, especially after buying this house. But Mrs. Susan means everything to us, you know? Well, I'm heading straight to Kaylee's parents now. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Okay. Was man schon mal sagen kann, diese Perspektiven. Alter Schwede, wenn etwas scharf gestellt wird. Das war noch ein bisschen unschmoof, Digga, aber die Grafik, alter Schwede, geil, Mann. Sieht das Hammer aus. Digga, ich bin echt ein bisschen neidisch, dass mein Sohn das in ein paar Jahrzehnten noch viel krasser haben wird, Digga. Diese ganze Grafik, ey. Okay, um die Tür zu öffnen oder zu schließen, ziehen Sie die Tür mit der Maus oder dem rechten Stick des Controllers. Digga, wer spielt denn mit Controller, Alter? Skü! Skra! Skra! Sie können das Licht mit Lichtschaltern ein- und ausschalten. Digga, warum soll ich das Licht ausmachen? Das ergibt gar keinen Sinn! Oh, holy moly, Digga, das sieht aber ziemlich sass aus, ey. These drawings are unsettling. Digga, wer malt denn sowas? Digga, es ist einfach viel zu dunkel, ich kann nichts machen! Wo ist die Taschenlampe, Brudi? Oh. Was steht da? How long do I have to wait? Wie lange muss ich noch warten? Normalerweise 10 Monate. Ah, das ist Kinderzimmer. Okay, das ist noch nicht ganz fertig, aber zumindest haben die schon mal so einen Spielebogen. Digga, mit Satan Stern drauf? I wonder if it could relate to the case. Ja gut, schon ein bisschen sus, würde ich sagen, oder? Noch mehr von diesen Figuren? Okay. Hä? Digga, warum ist das jetzt so dunkel hier? Was ist das? Oh, ich krieg wieder Gänsehaut. Hallo? Ha! Ich hab mir alles aufgeschrieben. Are you friendly? Are you friendly? What is your name? Can you see me? Hier ist kein Licht. Dass ich nirgendwo eine... Oh! Mach die Lampe doch wieder an, Brudi. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Ich sehe ja gar nichts. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Das macht's natürlich um einiges einfacher, ne?
Okay. Na gut, dann bin ich doch jetzt wieder safe unterwegs hier, oder nicht? Mache ich erstmal überall Licht an wieder, Digga. Überall machen wir jetzt Licht an, ey. Oh, ist das geil. Oh, mit Licht ist das jetzt hier wirklich um einiges entspannter, Digga. Oh, warum flackert das so? Oh mein Gott, ey, sieht das geil aus. Hallo? Licht anmachen. Oh. Hier ist der PC an. Kann ich damit interagieren? Not now. Nicht jetzt, aber was hast du vor, kleiner Mann? Ja, ja, allein zu Hause, PC ist an. Ja, was wollen wir machen? Haben wir sonst noch irgendwas? Digga, warum gebe ich denn den Müll nicht mal weg? Sieht aber auch schon ein bisschen sass aus. Sieht aus wie... wie so ein Mensch, den man hier zerteilt hat, ey. Look up. Mach ich doch gerade. Ja gut, dann gehen wir nochmal nach oben, ne? Hier habe ich jetzt noch nichts gefunden in diesem Raum. Vielleicht... oh, ah. Oh. Haha. Ist das ein Schlüpper? BHs. Okay. Digga, ich höre schon wieder dieses komische Geräusch, ey. Digga, woher kommt das? Hello. Aha. Digga, als wäre das in dem Raum hier. Wie crank ist das denn? Okay, aber hier oben habe ich jetzt eigentlich auch alles abgecheckt. Vielleicht muss ich das mehr triggern. Oh, ah, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Oh fuck, was geht denn hier gerade ab? Ich sehe nichts. They have a child they didn't tell me about. Interesting. Digga, nur weil ich mir das noch nicht... Ah! Digga, nur weil ich mir das eine Ding nicht angeschaut habe? Boah. Hallo? Hallo? Ja, wir gehen erstmal, würde ich sagen, ans Telefon. Moin, Servus, hier. No fucking way. If I have to chase down a password for another 2 hours... Oh! Digga, das ist doch direkt neben mir! Oh. Steht da einer? Meine Frau. Meine Frau wird gleich reinkommen, ey. Sorry, sorry, sorry. Ja, hier. Meine Frau kommt rein, hier klingelt irgendwas. Ja, lustig. Cat 3. Robotski ist 4. Chicken 8. Shark 6. Okay, 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 okay. Wir kommen weiter, Leute. Wir kommen weiter, ey. Rabbit ist 2. Digga. Nein. Warum, ey? Warum? Digga, wo? Okay, er ist irgendwo da oben gerade. Er ist doch hier! Wow, 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 wow! Chill deine Base, Alter! Teddy ist 7. Clownski 5. Haben wir so langsam alle? Die 1 fehlt noch und die 9. Ah, wir schauen nochmal kurz im Badezimmer. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben, ey. Schnell. So. Ja, war ja klar. Fischski, Digga. Fisch. Fisch.
Null. Ah, wir gehen mal nach oben. Alter Schwede, ey. Ja, lass mich bitte in Ruhe. Genau, Shopper. Wer war das hier? Kulski. Mit 1. Kulski 1. So. Und jetzt gehen wir zum PC. Was war hier noch? Fuck, was ist das? Achso, das ist der. Ist das Kinderzimmer, ne? Okay, okay, okay. Also. Aber was ist denn unser Name? Anmeldung. Wahrscheinlich Kaylee, oder? Da können wir schon mal Kaylee hinschreiben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, also. Kaylee, wenn du dein Computerpasswort zum 100. Mal vergisst, habe ich deine Spielzeugfigur im Haus verteilt und die Kisten mit deinem Login und Passwort beschriftet. Zuerst kommt der Chickenski. Das ist 8. Also 8. Dann der Kowski. Oh, Kowski haben wir gar nicht gefunden. Aber die 1. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 9 fehlt. Ich baller einfach mal die 9. Gucken wir mal. Gefolgt von dem Rabbitski. Rabbit war 2. 8, 9, 2, 6, 3. Und 0, 7, 4, 1, 5. Hecka, mecka, mecka. Bella. Hola, chica. Babe, is Kaylee home? Ja, ja, ja. Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Oh, yeah. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? Digga, was ist das für eine gute Kamera? Something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Nein, komm vorbei. Mrs. Susan is Miss Bella. It's not the right time. Digga, mir flüstert gerade ein Dämon ins Ohr. Können wir das Gespräch beenden? I need to go. I catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. Kamera? Oh. Warum zieh ich mir sowas rein, Oh! Warum ist der Hund nicht mehr da? Ha! Ich bin nicht da! Okay, geht auch nicht. Okay, alles natürlich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Hund, der gerade durchdreht, oder? Hier. Hallo, Wao. Was ist los? Digga. Crawler, Digga, was ist los? Digga, warum ist der plötzlich so gut erzogen? Oh, okay. Also, ich könnte jetzt nach Crawler suchen, ja? Oh, Digga, beeil dich einfach nur. Ha! Oh. Digga, warum, Alter? Warum zieh ich mir so einen Scheiß rein? Ich will nicht. Ihre Nachbarn beschrieben sie als sanfte Seele, die immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Hab ich gesehen! Und jeden, dem sie begegnete, herzlich begrüßte. Doch trotz ihrer aufgeschlossenen Persönlichkeit und ihrer Hingabe, anderen zu helfen, hatte Miss Crawler einen Großteil ihres Lebens mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen. Es gibt zwar keine einfache Antwort auf die Frage, warum sich jemand das Leben nimmt, aber es ist klar, dass psychische Probleme jeden treffen können, unabhängig von Alter und Umständen. Alles chillig. Digga, was ist das? Was ist das für ein schmatzendes Geräusch, ey? Digga, was ist das? Wo ist eigentlich der Hund? Schmatzt da gerade jemand den Hund? Den Hund weg! Oh, da macht jemand sauber. Hallo? Ha 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 ha.
Hallo? Go away, go away! Okay, ich kann auf jeden Fall auch sagen, go away. Can you see me? Okay, ja, scheinbar schon. Are you friendly? Are you friendly? Im nächsten Leben scheinbar. Was wird hier schon wieder? It's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. Ja, hau raus. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? I've seen her this whole fucking time. Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't ja, ruf die Ghostbusters an, aber sofort. Okay, wir gehen noch mal kurz in die Kamera. Ja, was steht da? In dieser Vorrichtung, in der wir die Nacht für Nacht bewohnen. Oh, ich will das nicht lesen, Alter, ich hab Angst! Lass mich in Ruhe. Go away. In dieser Vorrichtung, in der wir Nacht für Nacht, bevor wir in Schlaf glitten, unsere Blicke ineinander verschlungen und unsere geliebte Fernseher betrachteten, nur du, ich und unsere Batschka! Batschka! Ah! Go away, go away, go away, go away, go away, go away, go away! Where are you? Digga. Where? Go away, 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 go away. Digga, was muss ich jetzt machen, Digga? In dieser Vorrichtung, der wir nach für nach schon und geliebte Fernseher hatten, nur du und ich und... Ist hier ein Fernseher gewesen? Hier war doch ein Fernseher, oder? Ja, hier war ein Fernseher. Easy. Okay, der Hund ist wieder unterwegs. Dann schauen wir mal nach, wo der Hund jetzt schon wieder ist, ne? Hier. Hier, was steht da? An dem Ort, an dem ich dir jedes Mal hätte helfen sollen, unsere gemeinsame Kleidung vom täglichen Schmutz zu befreien, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. An dem Ort, an dem ich dir jedes Mal hätte helfen sollen, unsere gemeinsame Kleidung vom täglichen... Also, Waschraum. Waschraum! Waschraum! Das würde ich sagen, ist der Raum. Ah, da. Foto. Okay. Ist wieder so ruhig, ey. Zu ruhig. Where are you? Where are you? Oh, jetzt triggern wir wahrscheinlich wieder den Ghost, Digga. Laber mich nicht voll. Dort, wo ich lange verweilte, Kunst mit Arbeit schuf und dabei zerstörte. Okay, das ist easy. Go away.
So. Einmal hier. Oh mein Gott, Digga. Was ist das für ein Bild, Digga? Was ist das für ein Bild, ey? Next. Skippen jetzt die Kamera durch, Digga. Gar keinen Bock auf die Kamera. Hier ist das, oder? Ja, okay. Zum Glück chillt er nicht hinter mir. Okay. Digga, irgendwann kommt doch hier auch nochmal ein Jumpscare. Laber mich nicht voll. Go away, go away, go away, go away, go away. Digga, wenn man so einfach einen Geist von einem fernhalten kann, ne? Das wäre sweet. Das wäre sweet. Wo steht das, Rudi? Wo? Ah, da unten. An diesem Ort, an dem ich nie wirklich existierte, an dem wir unzählige kulinarische Erinnerungen hätten schaffen können. Also Küche oder was. Digga, hier muss jetzt irgendwo das Foto sein. Kulinarisch, kulinarisch. Ah, hier, Brudi. Haben wir. Jetzt wieder nach oben gehen. Where are you? What happened? Digga, ist wieder viel zu ruhig. Digga, laber mich nicht voll. Es ist viel zu ruhig. Ich höre schon wieder was. Da hinten oder hier? What happened? Where are you? Where are you? Go away. Go away. Digga, bleib da, wo du bist, Alter. Du bleibst aber ganz schön vor der Tür, Alter. Ich hab dich nicht hereingebeten. Wir ziehen's durch. Haha. Hallo? Kommst du nicht rein, oder was? Lakshu? Okay, sie steht da immer noch. Digga, was soll ich machen? Go away! Go away! Oh, Alter, das hat gut funktioniert. Geil. Go away! Are you friendly? Mein Gott, ey. Are you friendly? Where are you? In jenem Reich, in dem du deine makellose Schönheit gepflegt hast, in dem du deine Haut zärtlich mit duftenden Elixieren gesalbt hast, mit deinen eigenen feuchten Händen. Okay, also ab nach unten, ins Badezimmer. Ja, so fühle ich mich ein bisschen sicherer. So, wo... Ah, hier. Auf dem Klopapier drauf, Digga. Auf dem Klopapier drauf. Hello? Hello? Immer noch so einen leichten Schauder, Digga. Bin ich hier richtig überhaupt? Digga, falscher Raum, ey. Shit. Digga, es läuft doch gerade ganz entspannt, Digga. Es läuft doch ganz entspannt hier. Okay. Ja, haha. Licht ist aus, Brudi. Was ist los? Mein Zimmer? Neben mir oder was? Oh, go away, go, oh, go away, go, go, go away, Digga, go away, Digga, go away, go, 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 go away, go away, go away, go away. Oh. An dem Ort, an dem alles endete und ich unaufhörlich auf der Suche nach dir bin, meine Liebe. Ist das Baby gemeint? An dem Ort, an dem alles endete und ich unauffällig auf der Suche nach dir bin. Okay, Brudi, gar keine Ahnung. Oh mein Gott, okay. Folge dem Blut, Brudi, folge dem Blut.
What happened? What happened? Are you friendly? Okay. Wohin, Digga? Wohin? Aha. Okay. Nein, Digga. Was ist hier los? Alles so dunkel, ey. Bisschen Licht wieder reinbringen hier. Oh, schon angenehmer. Shit, Digga, wie lange ich schon in diesem scheiß Haus bin, Alter. Hallo, hörst du mich? Yakshu. Hallo. Hier ist die Kamera. Demlack. Folgst du den Kamerageräuschen? Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Folge der Kamera. Folge der Kamera. Los, komm zu mir. Digga, wie dämlich du bist. Jetzt kommst du in die Küche oder was? Hallo, komm in die Küche. Komm in die Küche, los. Go away, go away, go away. Go away, go away, go away, go away. Go away. Go away, go away, go away. Go away. Go away. Ja gut, dann würde ich sagen, müssen wir wohl zu ihr, ne? Hallo? Lakshu? Stehst du hier vor der Tür schon? Ich höre dich doch. Oh. Go away! Go away, go away, go away, go away! Get away, get away, get away now! Get away, get away! Go away, go away, go away now! Go away, go away, go away now! Scoot away, scoot away! Oh, easy. Go away now! Oh, okay, alles chillig, alles gut, alles nice. Bist du noch da? Scheinbar schon. Mal zumachen. Gibt's hier noch irgendwas, was ich angeiern kann? Benutze den Zoom. Warte mal. Zum Aussehen, Mausrad. Was? Alter, wie random ist das denn, ey? Okay. Ja. Go away, go away, go away, go away. Ah, go away! Go away, go away, go away, go away, go away, go away. Go away, go away. Go away, go away, go away. Ich habe keine Ahnung, warum ich erwischt wurde. Durfte ich da jetzt nichts sagen? Go away, go away, go away! Digga, was habe ich da jetzt falsch gemacht, Digga? Was habe ich falsch gemacht? Ah, ich bin Olaf Scholzen. Ist irgendein Officer auf jeden Fall. Ja, das würde ich sagen. Das ist so mal richtig hier, ne? Oh, was steht denn da? Holton! Holton! In der kleinen Stadt Greenfield in Pennsylvania, eingebettet in eine malerische Landschaft und sanfte Hügel, gibt es eine Geschichte von außergewöhnlicher Tapferkeit, die zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration für die Gemeinde geworden ist. Der Grund für die Störung war das Haus des Nachbarn, das von einem Inferno verzerrt wurde, das alles in seinem Weg zu verschlingen drohte. Die Familie, die im Haus eingeschlossen war, befand sich in einer katastrophalen Situation, aus der es kaum noch Hoffnung auf Rettung gab. Inmitten des Chaos erhielt Sheriff Robert Holton, der bereits für seinen unermüdlichen Einsatz in der Gemeinde bekannt war, den Notruf. Ohne einen Moment zu zögern, eilte er zum Ort des Geschehens. Nicht als Beobachter, sondern als Retter, der entschlossen war, den Widrigkeiten zu trotzen. Während die Ersthelfer gegen das Inferno ankämpften, stürmte Sheriff Holton ausgerüstet mit einem Schutzanzug in das rauchgefüllte Gebäude. Er ließ sich nur von den entfernten Schreien der Familie leiten und bewegte sich mit beispielloser Entschlossenheit durch die tückische Umgebung. Heute, 4 Jahrzehnte später, inspirierte das Vermächtnis Go away, go away, go away von Sheriff Robert Holton noch immer Generationen. Das Heldentum jener Herbstnacht ist zu einem Symbol für Mut und Einigkeit und Widerstand
Kraft geworden, das in den malerischen Straßen von Griffith widerhallt und vom unbeugsamen Geist eines außergewöhnlichen Sheriffs zeugt. Go away, go away, go away, go away! Go away, go away! Go away, go away, go away, go away! Go away, Brudi! Go away! Show yourself! Show yourself, go away! Show yourself, go away! Go away, go away, go away! Skrrey, skrrey, go skrrey, you know! Go away, go away, go away, go away! Okay. Alles chillig, Digga, alles chillig, Brudi. Ich geh schon nach unten, ja? Digga, wer soll denn da sein? Erzähl mir doch nichts, ey. Da ist doch niemand. Well, I'll be done. What's going on here? I'm Detective White. Just conducting an investigation. Detective? What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents, who requested an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan? Bless her soul. She passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. Oh, Digga, wann haben wir es denn endlich geschafft, Digga? Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall schon ein bisschen sus. Ne? Wenn jemand nicht möchte, dass recherchiert wird. Ah, das könnte der Täter gewesen sein. Wow, 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 wow. Hol dich. Benutze Zoom. Oh, Digga, was muss ich denn jetzt hier machen? Was? Benutze den Zoom zum Auswählen und bewege das Mausrad. Was? Wie kann ich das denn jetzt drehen? Mausrad drehen. Ich hab, also muss ich dann nicht erstmal eine Sicherung reinbrezeln? Muss ich erstmal finden? Ja. Digga. Da draußen chillt hier irgendwo. Ich fühle mich gerade relativ sicher, deswegen hier können wir kurz quatschen. Digga, wie viel habe ich denn jetzt schon, Digga? Ich weiß es doch nicht. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Bleib da. Digga, das Licht. Warum ist das Licht da? So, einer fehlt uns noch. Ich glaube gar nicht, was das für ein Akt ist, ey, diese ganzen Dinger zu finden. Einer noch. Welche Farbe? Grau, oder? Orange sogar. Die Orange müssen wir doch irgendwo easy finden, ey. Hier unten vielleicht? Ha! LOL! Oh, finally, Digga, ich bin sowas von weg. See ya, Nerd! Digga, alles gefunden, laber mich nicht voll, Digga, jetzt geht's ab hier. Skü, skü, skü! Take it to the limit! Na, 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 na! Where are you? Alter!
Alter Schwede, dieser Sturm draußen. Waschmaschine anmachen. Where are you? Okay. Oh mein This Gott. Fucking time. I won't let anyone escape. Digga, was geht hier ab, Alter? Ist es plötzlich ein Shooter oder wie? Beseitigen Sie den Unterdrücker oder verlieren Sie alles, was Sie aufgedeckt haben. Nach all dem werde ich... Warte mal, kein Weglaufen mehr. Wir bringen es hinter uns. Mit E schießt man? Hä, wo? She was supposed to be mine, you hear? Mine! Digga, was hält er aus? Don't you go hiding, darling, because I'll find you anyway. Digga, ist da schließlich hier gerade ein Typen oder was? Ist das der Nachbar eigentlich? Wieder nochmal rum. Digga, was passiert hier gerade, Alter? Wyatt, where are you? Oh mein Gott, Alter! This can't go beyond the walls of this house. I gotta do it. Sorry. Digga, was hält der alles aus? Kann ich den überhaupt umbringen? That bitch and her sorry excuse for her family got what's been coming to here. Digga, was ist das? Kann ich den überhaupt umbringen? Well, look who's here. Digga, finally, Alter, was hab ich alles in den reingeschrotet? Digga, gib mir deine Waffe, aber sowas von, ey. What happened? Was ist mit Tong passiert? Hallo? Okay, das ist ein Keller. Yo, 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 yo. Da gibt's das Haus aber günstiger, oder? Case closed, Digga. In einer verblüffenden Enthüllung enthüllte Detektiv Wyatt die dunkle Wahrheit hinter dem tragischen Tod von Miss Susan und ihrem Mann. Der Schuldige war kein anderer als der verehrte Sheriff Robert Holton, ein Mann mit Autorität und Respekt in der Gemeinde. Er war von Eifersucht zerfressen, als Miss Susan sich für einen anderen entschied, was ihn zu einem abscheulichen Racheakt verleitete. Sheriff Holton manipulierte die Lokalnachrichten, indem er sich als Held darstellte, um seine eigenen finsteren Taten zu verschleiern. Er inszenierte das Feuer, das das Haus von Miss Susan verschlang, während ihre Familie beim Abendessen saß, und beendete so rücksichtslos ihr Leben. Aber das war noch nicht genug. Er ging noch weiter und er fand eine falsche Geschichte von Heldentum, um seine Spuren zu verwischen. Oh, wir haben es geschafft, Muchachos, ey. Fräulein Susan hat sich keineswegs das Leben genommen, wie in den gefälschten Berichten behauptet wurde, sondern war schwanger, als der Gerichtsmediziner ihre Leiche untersuchte. Das Ausmaß der Verderbtheit von Sheriff Holton kannte keine Grenzen. Doch im Angesicht dieser Finsternis entpuppte sich Detective Wyatt als ein Leuchtfeuer der Wahrheit und Gerechtigkeit. Mit unerschütterlicher Entschlossenheit setzte er die Beweise zusammen, entlarvte die abscheulichen Taten von Sheriff Holton und brachte ihn vor Gericht. Ich hab ihn doch gerade umgebracht, Alter. Wer war das, Alter? Als die Polizei am Tatort eintraf, stand White inmitten von Tränen. Ein Held inmitten der Tragödie. Trotz des Schmerzes und der Trauer blieb seine Entschlossenheit ungebrochen. Ein Beweis für sein Engagement, die Wahrheit herauszufinden. Egal wie dunkel oder entmutigend der Weg auch sein mag. Mumuchachos, das war's, Alter. Was für eine wilde Sache, ey. Was für ein wilder Ritt. RIP, Alter, an den Muchacho, der geschrieben hat. 30 Minuten, ey. RIP. Aber war ein cooles Ding, ey. Wirklich. Hat mir gefallen. Und das für 8 Euro, glaube ich, war vollkommen in Ordnung. Animation Daniel Nguyen. Also es war ja, ich dachte, es war so ein Ein-Mann-Projekt. Hat mir aber sehr gut gefallen, Muchachos. Ich hoffe, euch auch. Ja, brezelt den Daumen nach oben. Ich habe mich auf jeden Fall mehrfach eingeschissen. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis dann reingehauen.